Würdest du deiner Freundin noch eine Chance geben? Wenn sie dich betrogen hätte? Wenn ich sie wirklich liebe? Ja. Ja, jetzt haben wir wenigstens morgen einmal diese PR-Aktion von den Reisebürounternehmern. Ja, wenigstens das. Das gibt uns bestimmt kräftigen Aufwind. Also wenn die Idee mit den Veranstaltern nicht hinhaut, sind sie schwarz. Noch ein paar solche Wochen verkraftet der Fürstenhof nicht. Dann müssen wir dicht machen. Ich bin mir im Moment gar nicht so sicher, ob das mit Marc nur ein Ausrutscher war. Wie meinst du das? Ich habe mich in ihn verliebt. From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Hast du dich in ihn verliebt? Nein, nicht so richtig. Ich meine, ein bisschen halt, ja. Ein bisschen, ja? Es klang aber eben anders. Simon, ich weiß es und nicht. Und ich Idiot, denk doch, du liebst nur mich? Das tue ich. Ach so, jetzt liebst du uns auf einmal beide, oder was? Wie soll denn das jetzt weitergehen? Kannst du mir das mal sagen? Marc ist mir einfach nicht egal. Kannst du das nicht verstehen? Nein. Nein, kann ich nicht. Simon, ich bin einfach total durcheinander. Gut, dann sag mir einfach Bescheid, wenn du weißt, was du willst. Vater, die Kommissarin wird sofort nach dir fahnden lassen. Das ist mir egal. Aber mir nicht. Also hör auf mit dem Blödsinn. Ich hab dir schon mal gesagt, ich gehe nicht noch mal für eine Nacht ins Gefängnis. Wer sagt denn, dass du da wieder zurück musst? Die Schneider hat sich auf mich als Mörder eingeschossen. Und das bildest du dir ein. So? Und warum lässt sie mich dann dauernd beschatten? Überleg doch mal. Wenn sie einen stichhaltigen Beweis gegen dich hätten, dann wärst du nicht mehr hier. Soll ich dir mal sagen, was passiert? Die wühlt so lange im Dreck rum, bis sie irgendetwas gegen mich in der Hand hat. Du hast es in der Hand, was mit dir passiert. Das sehe ich nicht so. Irgendwann muss die Schneider einsehen, dass sie sich geirrt hat. Und mit deiner Hals-über-Kopf-Flüchtenummer, da bringst du dich direkt ins Gefängnis. Direkt ins Gefängnis, Vater, hast du das kapiert? Ja oder nein? Ja. Also. Und jetzt nimm deinen Koffer und pack den wieder rauf auf den Speicher. Und wenn ich heute Abend zurückkomme, dann bist du auch noch hier. Kann ich mich darauf verlassen? Was hältst du mich eigentlich? Ich halte dich für einen sturen alten Brummbär. Dafür hätte ich dir früher die Hosen stramm gezogen. Ja, jetzt geht's leider nicht, weil ich in Fürstenhof zu einem Meeting muss. Ja, komm, verschwinde und lass deinen alten Vater den Koffer wieder auspacken. Darf dein Tanzpartner eintreten? Mein Tanzlehrer auch. Du bist ja schon fleißig. Ich mache nur ein paar Dehnübungen. Ja, dann würde ich sagen, auf zur ersten Tanzstunde.
Bin bereit. Übrigens, ich habe uns pro forma angemeldet. Wofür? Für ein Tanzturnier in unserer wunderschönen Landeshauptstadt. Ich soll an einem Wettbewerb teilnehmen? Und ihn mit Herrn Philipp Kronleitner gewinnen. Ich habe doch bisher nur aus Spaß getanzt. Ja, da wird es aber Zeit, dass du richtig anfängst. Du, das wird großartig. Wir beide auf dem großen Parkett. Die Spots, die Musik, die Preisrichter. Und alle fiebern mit. Das ist Adrenalin pur. Und wenn du einmal auf dem Parkett bist, willst du überhaupt nicht mehr runter. Ja, und wann wär's soweit? So in etwa 2 Monaten. Was? Das ist doch viel zu knapp. Ja, ich weiß, das ist knapp, aber das ist nicht unrealistisch. Man muss Ziele haben, dann wird alles leichter. Fangen wir mit dem Salsa an. Grundschritt ohne Musik. Komm. Okay. Okay. Aufrichten auf die Zehenspitzen, Po anspannen, Bauch anspannen. Die Dame geht mit rechts zurück. Zurück, vor, schließen. Vor, zurück, schließen. Rück, vor, schließen. Ja, meine Damen, Alfons, André, wo steckt denn Ihr Bruder? Ich habe keine Ahnung, wo er bleibt. Na gut, wenn Herr Taras seinen Erschein nicht für notwendig hält. Werner, wir wissen alle, was für den Fürstenhof in den nächsten Tagen auf dem Spiel steht. Ja, ich möchte... Tut mir leid, es ging wirklich nicht früher. Ich möchte für die kommenden Veranstaltungen jeden einzelnen von Ihnen ausdrücklich um sein ganz besonderes Engagement bitten. Sie eingeschlossen, Herr Taras. Ja, selbstverständlich. Wir haben durch den Mord an Herrn Obote einen enormen Buchungsrückgang erlitten. Das Hotel steht größtenteils leer. Die Kellner drehen Däumchen. Aber jetzt werden wir mit vereinten Kräften das Ruder herumreißen. Also wenn mein Plan aufgeht, dann werden die meisten Reiseveranstalter mit unserem Hotel hochzufrieden sein. Mein Plan von wegen. An meiner Küche soll es nicht liegen. Ich erwarte, dass alle Abteilungen bis ins Detail perfekt funktionieren. Das heißt, 100%iger Arbeitseinsatz. Ach was, 100%ig, 150%ig. Das machen wir doch immer. Wenn also Herr Maaßen von Masterreisen nachts um 3 Uhr Hirschragout mit Zimtparfait verlangt, dann wird das Ponto geliefert. Ist das klar? Werner, ich denke, alle haben begriffen, worauf es ankommt. Bei der geringsten Panne bin ich sofort zu informieren. Aber damit es dazu erst gar nicht kommt, gehen wir jetzt den kompletten Ablauf des Eventwochenendes durch. André, das gilt auch für die Küche. Alfons, die Zimmer sind gerichtet, die Pagen hinreichend instruiert. Selbstverständlich, Herr Direktor. Sehr gut, dann lassen Sie uns anfangen. Also. Wow. Entschuldigung. Das ist nicht schlimm. Okay, dick an den Kopf gleich. Mhm. Oh, du musst die Körperspannung halten, sonst brichst du über den Rücken. Oh. Nee, aber was soll ich sagen? Du lernst unfassbar schnell. Das ist der Wahnsinn. Ich bin dir schon ein paar Mal auf die Füße getreten. Exakt 2 Mal. Ich habe mitgezählt. Und ich habe mich irgendwie auch nicht richtig gedreht. Also nicht immer. Das sind Feinheiten. Da arbeiten wir morgen dran, okay? Okay, gerne. So, ich muss jetzt den Keller ein Rohr abdichten. Sollen wir vielleicht danach über die Termine von nächster Woche sprechen? Das klingt gefährlich. Samir, wenn das mit dem Turnier klappen soll, dann müssen wir am Tag mindestens 3 Stunden trainieren. Moment, das ist doch viel zu viel. 4 oder 5 Stunden wären besser. Moment, 3 Stunden reichen doch völlig aus. Kurz vor einem Turnier ist das absolutes Minimum. Das geht mir jetzt zu schnell. Ich habe noch einen Job nebenbei, und zwar als Masseurin. Der steht natürlich an erster Stelle. Ich muss mir erst mal einen Überblick über meine Termine verschaffen. Ich zähle auf dich. Jeden Tag 3 Stunden Training, 2 Monate lang. Das wird hart. Und dann das Turnier. Ich zwischen lauter Tanzprofis. Obwohl... Ich habe endlich mal weder an Papa noch an Gregor denken müssen. Vielleicht ist das jetzt genau das Richtige. Wenn ich tanze, habe ich keine Zeit mehr zum Grübeln.
Frau Schneider? Sind Sie meinetwegen hier? Ich würde Sie doch niemals bis auf den Friedhof verfolgen. Sie sind privat da. Mein Bruder. Das ist noch gar nicht lange her. Wenn jemand so jung... Wie ist das passiert? Autounfall? Ralf litt unter schweren Depressionen. Schon seit Jahren. War in Behandlung? Immer wieder. Wir haben alles versucht. Spezialklinik, Heiltherapie mit alternativen Methoden, Auszeit bei seinen Freunden. Es hat aber nichts angeschlagen. Und irgendwann ist er dann einfach los. Ich habe sofort gespürt, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann habe ich ihn im Wald gefunden. Mit einem Loch im Kopf. Er hat sich erschossen. Zwei, vier, fünf, sechs, sieben. Sag mal, wie viele Flaschen habe ich für die Reiseveranstalter eingeplant? Hast du Simon halt eigentlich schon getroffen? Ja. Und? Gab's ein Geburtstagsgeschenk? Verrätst du mir's jetzt? Das Geschenk? Nein, die Flaschenanzahl für die Reiseveranstalter. Ja, warte. Willst du mir irgendwas sagen? Ich habe Simon gesagt, dass ich mich in Marc verliebt habe. Wieso das denn? Es ist die Wahrheit. Schwesterchen, du kannst doch Simon das nicht einfach so von Latz knallen. Soll ich ihn weiterhin belügen und so tun, als wäre alles rosarot mit schönen Wolken? Ach so, aber die Geschichte mit Marc, die ist rosarot, oder was? Gott, und ich Trottel hab. Ich hab Simon noch gebeten, dass er dir eine Chance geben soll. Ich hab dich nicht darum gebeten. Ja, das ist doch nicht, das stimmt. Wie soll's denn jetzt weitergehen? Ich hab keine Ahnung. Ich empfinde so viel für Simon, aber gleichzeitig auch für Marc. Am liebsten wäre ich mit beiden glücklich. Du klingst ein bisschen wie Miriam in ihren allerbesten Zeiten. Ja, so fühle ich mich auch. Dieses Gefühlsdusel, diese Wuselei, dieses Chaos, das passt überhaupt nicht zu dir. Ich weiß. Ich erkenne mich doch selbst kaum wieder. Was soll ich denn machen? Sag es mir. Das fragst du ausgerechnet mich? Naja, ich habe ja Erfahrung in Sachen eine Frau, zwei Männer. Dank Miriam. Felix, ich frag dich, weil du mein Bruder bist. Okay, wie wär's mit Nachdenken? Horchen, was dein Bauch dir sagt. Vielleicht eine Nacht drüber schlafen. Morgen früh entscheiden. Hm? Wenn das so einfach wäre. Mittwochabends ist es immer besonders schlimm. Da haben mein Bruder und ich immer was zusammen unternommen. Und jetzt warten Sie manchmal auf Besuch, der nie mehr kommen wird. Das muss sich für Sie völlig idiotisch anhören. Überhaupt nicht.
Mein Bruder und ich, wir konnten einfach über alles sprechen. Er war praktisch mein bester Freund. Ich weiß noch, bei meiner ersten Liebesgeschichte, da habe ich ihn bis ins kleinste Detail ausgefragt, wie ich am besten vorgehen sollte. Und dabei habe ich die ganze Zeit gewusst, wie schlecht es ihm ging. Hätte ich mich doch nur mehr um ihn gekümmert. Sie dürfen sich da keine Schuld geben. Manchmal, da ist er tagelang nicht aus dem Haus. Saß nur auf dem Bett und hat die Tapete angestarrt. Und plötzlich ist er raus in den Garten und hat ein Erdbeerbeet angelegt. Da habe ich wirklich gedacht, es wird alles noch gut. Ja, man hofft immer natürlich, dass es aufwärts geht. Jeder, auch der behandelnde Arzt. Das ist alles nicht leicht zu akzeptieren. Ich hätte ihn einfach nicht im Stich lassen dürfen. Als ich die Chance hatte, Kommissarin zu werden. Wenn jemand so schwer krank ist, braucht er professionelle Hilfe. Die Angehörigen können das gar nicht alleine schaffen. Ich war nicht da, als er mich brauchte. Ich bin mir sicher, Sie haben alles getan. Ihr Bruder hatte eine sehr schwere Krankheit. Und gerade deshalb hätte ich aufmerksamer sein müssen. Wir können nicht ahnen, was in jemandem vorgeht, auch wenn wir ihn noch so sehr lieben. Wenn Ralf gelacht hat, dann hat er die ganze Welt zum Strahlen gebracht. Sie hätten ihn bestimmt sehr gemocht. Bestimmt. Eins ist mir bei Ihnen gleich aufgefallen. Die Lachfältchen um die Augen. Genau wie bei meinem Bruder. Das längst schon in trockenen Tüchern sein. Na, ist es aber nicht. Wieso ist der Bergmeister noch nicht im Gefängnis? Es gibt diesen Brief, diesen falschen Diamanten. Na, nicht zu vergessen den Aschenbecher mit Bergmeisters Fingerabdrücken. Was will denn diese dämliche Kommissarin noch? Vielleicht ist sie schlauer, als du denkst. Und braucht nur den großen Knall für den nächsten Schritt auf ihre Karriereleiter. Ja, es wird Zeit, dass du endlich dafür sorgst, dass es gar nicht erst dazu kommt. Sonst ist es nämlich ganz schnell vorbei mit unserem todsicheren Plan. Ich habe alles im Griff. Was ist mit Frau Seifert? Könnte besser laufen. Ah, noch eine Baustelle. Meine Schwägerin ist nicht doof. Da braucht man ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ach, vergiss es. Ihr kommt doch sowieso nicht an ihre Anteile ran. Das ist noch längst nicht raus. Ich brauche ein bisschen Zeit. Und wie viel Zeit will sich der gnädige Herr noch lassen? Bis uns die Kommissarin auf die Schliche kommt? Und wir irgendwann hinter Schloss und Riegel sitzen, oder was? Jetzt lass doch ein bisschen lauter! Nur weil du einen Rachefeldzug gegen deinen Bruder planst, heißt das noch lange nicht, dass ich ins Gefängnis wandere, ja? Wenn wir jetzt keine Fehler machen, gehört der Fürstenhof in ein paar Monaten uns. Vergiss das nie. Und was ist, wenn Charlotte auf deinen Macho-Charme nicht anspringt? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Wenn es ein Problem gibt, dann ist das Werner. Werner, natürlich. Charlotte liebt ihren Ex-Mann immer noch. Solange das so ist, habe ich einfach keine Chance. Otto Maaßen, wichtigster Mann beim Masterreisen. Hallöchen. Herr Maaßen, herzlich willkommen im Fürstenhof. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Anreise. Ja, es passt schon, obwohl die Saftschubsen früher viel hübscher waren, nicht? Ja. Aber man spart ja überall, nicht? Ja. Peter, der Herr Maaßen auf die 20, bitte. Darf ich bekannt machen, Herr und Frau Saalfeld, die Eigentümer des Fürstenhofs, Herr Maaßen. Gründer und Oberbefehlshaber vom Masterreisen in Personalunion. Herr Maaßen, wie schön, dass Sie schon da sind. Über Ihre Zusage haben wir uns besonders gefreut. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Also ich muss Ihnen sagen, Ihr Hotel ist live noch viel, viel schöner als im Prospekt. Wir werden in den nächsten Tagen hinreichend Gelegenheit haben, alle unsere Extras zu genießen. Und neben dem Kochkurs können Sie ausreiten, Skifahren
oder bei einer Massage entspannen. Schon gebannt. Ihre Masseurin muss ja sehr hübsch sein. Oder mit einem unserer Bergführer eine zünftige Wanderung machen. Wie auch immer, Sie verraten uns Ihren Herzenswunsch und wir werden uns bemühen, ihn auch zu erfüllen. Ach, das höre ich sehr gerne. Entschuldigung. Es ist doch immer von Vorteil, wenn man seine Gattin zu Hause gelassen hat, nicht wahr? Wie wär's denn mit einem schönen Rundum-Verwöhn-Programm heute Abend? Ich verstehe Sie nicht ganz. Herr Saf, ein paar scharfe Weiber müssen doch immer am Start sein, oder? Also, der Typ ist wirklich alles andere als sympathisch. Ein Großkotz, wie er im Buch steht. Ich verlasse mich drauf. Ein Mann wie Sie hat doch die besten Kontakte, nicht wahr? Also, tschüss. Was wollte er denn? Also ich könnte am Montag von 12 bis 15 Uhr. Danach habe ich meinen nächsten Massagetermin. Gut, dann könnte ich den Termin mit dem Heizungsmonteur, danke schön. Sonst noch einen Wunsch? Nein, danke. Nein, danke. Dann kann ich den Termin mit dem Heizungsmonteur auf den Vormittag verschieben. Gut. Okay. Jetzt müssen wir nur noch den Mittwoch unterbringen. Also da könnte ich morgens früh um 8, das müsste ich knapp schaffen. Ist schon eingetragen. Okay. Ich habe mir übrigens ein paar Gedanken zum Trainingsablauf gemacht. Du machst wohl nie Pause, was? Wir sollten uns am Anfang auf 3 Tänze konzentrieren. Auf Paso Doble, Salsa und Tango Argentino. Moment, 3 Tänze? Das schaffe ich nie. Doch, wir haben doch noch gut 2 Monate. Das sind mindestens 60 Trainingseinheiten. Und für den Salsa habe ich mir eine ganz schöne Choreografie ausgedacht. Also, das heißt, ich habe die schon mit meiner alten Partnerin getan. Die Geschichte mit Ralf. Ich habe bisher kaum drüber gesprochen. Das ist nicht gut. Naja. Danke, dass Sie mir zugehört haben. Also, die ist wirklich nicht so schwer. Das kriegst du auf jeden Fall drauf. Und wenn du dann den Salsa und den Paso Doble drauf hast, dann ist der rechts wirklich ein Kinderspiel. Alles okay? Da ist Gregor mit der Kommissarin. Ich möchte ihm jetzt nicht über den Weg laufen. Komm, wir gehen rein. Ja, aber was denkt denn der Kerl, wo er ist? Wir sind kein Stundenhotel. Bitte, Charlotte, du übertreibst. Ich übertreibe? Maaßen hat von dir verlangt, dass du ihm eine käufliche Dame organisierst. In gewissen Kreisen ist das durchaus üblich. Das ist Aufforderung zur Prostitution. Du weißt genauso gut wie ich, wie wichtig Maaßen für uns ist. Das heißt aber hoffentlich nicht, dass du diesem schmierigen Kerl nachgibst. Charlotte, Maaßen kann uns bis zu 800 Buchungen im Jahr bringen, wenn es ihm bei uns gefällt. Ja oder nein? Ein Callgirl kommt definitiv nicht in Frage. Diesem Widerling muss man auch nicht in jedem Punkt entgegenkommen. Wie lange soll das noch so weitergehen? Schiebst du mir jetzt in Zukunft immer eine Notiz rüber, wenn du was von mir willst? Das würde aber wenig Sinn machen. Du kannst schließlich nicht lesen. Wir arbeiten zusammen. Es bringt uns beiden nichts, wenn der Job darunter leidet. Lass mich einfach in Ruhe, okay? Mehr verlange ich nicht. Warum bist du eigentlich so stur? Im Grunde genommen sitzen wir beide im selben Boot. Tun wir das? Ja. Victoria hat uns beide vor den Kopf gestoßen. Was ist das hier eigentlich? Ein mieser Trick oder was? Willst du deinen Triumph jetzt auch noch voll auskosten, Triumph, ja? Triumph, jetzt kapier's doch endlich! Victoria will nichts von mir! Ach so! Sie sehnt sich danach, wieder mit dir zusammen zu sein! Und deswegen schickt sie mich bei meinem Versöhnungsversuch auch in die Wüste! Was hat sie? Das tut doch nicht so blöd. Als ob du nicht wissen würdest, wovon ich rede. Simon, ehrlich, ich... Mann, sie ist in dich verliebt, du Idiot! Aber keine von diesen 0815-Tussis, ja? Ich will ein Pferdchen der Extraklasse. Für einen Herrn mit gehobenen Ansprüchen.
Natürlich die ganze Nacht, man gönnt sich ja sonst nichts. Also abgemacht, im Hotel. Pferdchen der Extraklasse? Sag mal, drehst du jetzt völlig durch, oder was? Ich gebe mich doch nicht mit billiger Hausmannskost ab. Sag mal, du hast sie wohl nicht mehr alle. Als ob das nicht schon reicht, dass du den ganzen Tag um deine Charlotte herumscharwenzelst, hä? Das dient einem guten Zweck. Du, bei Huren hört für mich endgültig der Spaß auf. Spaß habe ich nur bei dir. Du sagst sofort diese Verabredung ab oder es ist aus zwischen uns. Ich bin ja noch nicht fertig. Fiona, die Dame ist doch nicht für mich. Das glaubst du doch wohl selbst nicht. Der Job dieser Dame wird sein, einen Keil zwischen Werner und Charlotte zu treiben. Und dann haben wir wieder freie Bahn. Und wie willst du das schaffen? Musst du nicht in der Bar sein und Cocktails mixen? Felix hat mich weggeschickt. Während des Dinners mit den Reiseveranstaltern? Dein Bruder ist der Meinung, es wäre besser, Simon und mich in getrennten Schichten einzusetzen. Ah, verstehe. Ja, komm rein. Danke. Aber deswegen bist du doch nicht hier, oder? Nein. Ich wollte fragen, ob du Lust auf eine kleine Kostprobe hast. Gesangstechnisch meine ich. Das Karaoke-Spiel wartet doch auf seinen ersten Einsatz. Und du hast mir die erste Runde versprochen. Ja, aber ich denke, das ist keine gute Idee. Was wäre denn dann eine gute Idee? Wenn du jetzt gehst, glaube ich. Ach komm, Victoria. Ich weiß doch, dass du was für mich empfindest. Simon hat vorhin so eine komische Andeutung gemacht. Was denn für eine Andeutung? Er hat was von verliebt erzählt. Setz dich. Noch ein Witzchen, meine Herren. Ihr Fundus ist ja unerschöpflich. Ja, das können Sie laut sagen. Was hat ein Engel, der in einen Misthaufen segelt? Hm? Keine Wissen Sie es? Kotflügel. Und warum trinken Mäuse kein Alkohol? Wer weiß es? Sie haben Angst vor dem Kater. Auf Ihr Wohl, gute Frau. Da das Menü bei allen so gut angekommen ist, möchte ich Ihnen jetzt den Herrn vorstellen, der das alles gezaubert hat. Unser hervorragender Sternekoch André Konopka. Sehr lecker. Guten Abend zusammen. Morgen darf ich Sie in meiner Küche zu einem kleinen Kochkurs begrüßen. Mmh. Als Herausforderung wartet auf Sie die Zubereitung eines klassischen Lammkarrees. Oh. Und auf vielfachen Wunsch werden wir uns auch an die bayerische Küche wagen. 49 und ausgezogene Nudeln. Ja, abwarten, ich freue mich jedenfalls auf Sie. Gnädige Frau, ich habe noch einen. Vielleicht später. Warum hat der Nikolaus so einen dicken Sack? Wenn Sie mich einen Augenblick entschuldigen. Der kommt nur einmal im Jahr. Alles in Ordnung? Ach, außer diesen Maßen. Dieser Mann ist eine Landplage. Ich hoffe, der hat dich nicht belästigt. Du hast ja seine Witze gehört. Ich will jetzt endlich wissen, ob du das ernst gemeint hast, mit dem Verliebt. Schon. Aber? Marc, ich will ganz ehrlich sein. Du bist mir natürlich alles andere als egal. Na, das ist doch schon mal etwas. Aber Simon ist mir auch nicht egal. Es ist total bescheuert, wie ich mich verhalte, ich weiß. Aber ich glaube, ich brauche einfach eine Auszeit. Von euch beiden. Und wie lange? Sonst bin ich immer so... Tough?
straight, konsequent. Weißt du, ich habe so lange nicht verstanden, warum sich Miriam nicht zwischen Felix und Robert entscheiden konnte. Und jetzt schon. Tja, und ich habe uns schon in wilder Leidenschaft hier auf dem Sofa gesehen. Ich gehe dann wohl besser. Und wenn wir doch noch ein Lied zusammen singen? Musik ist Balsam für die Seele. Ja, aber nicht mein Gesang. Siehst du, es funktioniert schon. Du lächelst. Marc, bitte. Gehst du jetzt? Aber ich bin mir sicher, irgendwann in ferner Zukunft, werden wir beide noch miteinander singen. Das spüre ich. Haben wir miteinander telefoniert? Wenn Sie Herr Konopka sind? Ja. Sehr schön. Der Herr mit dem Whisky. Mit allen Extras? Der hat heute Wunschkonzert. Aber kein Wort, von wem der Auftrag kommt. Sie kennen den Tarif? Die Firma dankt. Guten Tag. Ja, schönen guten Tag und ein doppeltes Hallöchen. Darf ich? Bitte sehr, legen Sie ab. Wir starten Otto Maaßen, aber Otto reicht. Und mit wem habe ich das außerordentlich hübsche Vergnügen? Jasmin. Oh, Jasmin. Ein Name wie ein verführerischer Duft. Was trinken Sie, Jasmin? Einen Jasmin-Tee. Tut so gut, hier zu sein. Auch wenn seine Urne gar nicht mehr im Grab ist. Papa, du fehlst mir. Deine Lieblingsblumen. Wer weiß denn noch davon? Gregor. Wie lieb von ihm. Wenn ich doch nur herausfinden könnte, was in dieser verdammten Nacht passiert ist. Jetzt habe ich euch beide verloren. Dich, Papa. Und Gregor. Magst du auch noch? Oh, danke. Die Reiseveranstalter sind sicher gleich mit dem Frühstück fertig und ich möchte rechtzeitig im Salon sein. Ja, mit dem gestrigen Tag können wir mehr als zufrieden sein. Soll ich dir was verraten? Tour Deluxe und ein zweiter Veranstalter nehmen uns in ihr Programm auf. Ich habe ihre feste Zusage. Das ist ja wunderbar. Charlotte, du weißt, dass ich am Anfang gegen deine Idee war. Aber jetzt muss ich sagen, deine Idee war goldrichtig. Du machst es tatsächlich. Darf ich fragen, was? Dich ändern. Du hast eben freiwillig zugegeben, dass du dich geirrt hast. Ich wäre dumm, wenn ich es nicht täte. Ich erinnere mich an andere Zeiten. Ja, sogar ein alter Knabe wie ich ist auch lernfähig. Und er lernt besonders gerne von einer schönen Frau. Du elender Charmeur. Soll ich das etwa auch noch ablegen? Bloß nicht, sonst erkenne ich dich nicht wieder. Mein größtes Glück ist, dass du zurückgekommen bist. Du hast sicher gedacht, der dumme Kerl wird nie begreifen, wo er hingehört. Es sah nicht immer danach aus. Jetzt habe ich es aber begriffen. Vergiss das bloß nicht wieder. So dumm kann ich gar nicht sein. Ist doch verrückt. Seit wir nicht mehr verheiratet sind, ist alles leichter. Du meinst, es liegt daran? Woran es liegt, ist mir egal.
sondern er ist nur Bleib. Johann, schön, dass du mal wieder unter die Menschen gehst. Was soll ich denn zu Hause, wenn hier die Arbeit auf mich wartet? Du bist auch einer, der immer was tun muss, was? Was, Hildegard? Ich bin nicht zum Rumsitzen geboren. Im Gewächshaus, die Blumen, die haben dich sehr vermisst. Und ganz besonders die Rosen. Da kümmere ich mich gleich drum, wenn ich hier fertig bin. Du, ich wollte dich nächste Woche mal wieder einladen zum Essen. Ich mache dann was ganz Schönes und du bringst deinen selbstgebrannten Schnaps mit. Hey, was soll denn das? Spionieren Sie mir jetzt schon im Hotel hinterher? Reicht es nicht, dass ich eine Nacht unschuldig im Gefängnis saß? Johann, entschuldigen Sie bitte, mein Kollege hat Sie eben verwechselt. Also, sag mal, bist du denn völlig verrückt geworden? Du kannst doch nicht einfach auf irgendeinen Gast losgehen. Was heißt hier Gast? Das ist ein mieser kleiner Ermittler, der mir die Scheine auf den Hals gehetzt hat. Dieser Herr ist Manager von Tour Deluxe und ist hier auf Einladung von Werner Saalfeld. So. Und warum versteckt er sich dann hinter einer Zeitung, wenn er nichts zu verbergen hat? Jetzt will ich dir mal was sagen. Wenn du dich so wenig im Griff hast, dann machst du in Zukunft einen ganz großen Bogen um all unsere Gäste. So. Und jetzt kommst du mit. Mmh. Ein tolles Hotel. Service ist prima, das Essen ist lecker. Das Personal sehr zuvorkommend. Danke. Und teilweise auch sehr attraktiv. Sie sind mir gleich aufgefallen. Ah ja? Die jungen Mädels macht immer den gleichen Fehler. Ihr unterschätzt uns Herren im besten Mannesalter. So, wie Sie meinen. Sie gefallen mir. Legen Sie sich bitte wieder hin, sonst kann ich nicht weiterarbeiten. Im Programm steht Ganzkörpermassage. Bin viel rumgekommen, auch in der Damenwelt. Aber ich habe eine klitzekleine Bildungslücke. Ich habe noch nie mit einer Schwarzen. Mein Kollege sagt, die gehen ab wie die Raketen. Oh, nicht so heftig. Sagt Sie, er das? Sie sind ja eine ganz wilde. Obwohl wir noch gar nicht auf meinem Zimmer Sie sind. Sieh dich sofort wieder an, die Massagestunde ist beendet. Ja, Moment. Ich dachte... Ach, wollen Sie noch mehr? Ja, aber sicher. Gerne. Sie recken mir den Arm aus. Ihr Vater wollte sich auf diesen Gast stürzen, als wäre der Leibhaftige persönlich. Das gibt's doch nicht. Ich hoffe, Sie konnten ihn zurückhalten. Noch gerade noch? Der denkt, die Kommissarin will ihn hier im Hause beschatten. Ich weiß. Das ist eine fixe Idee von ihm. Der rechnet fest damit, dass er wieder zurück muss ins Gefängnis. Aber dieser Gast war doch hoffentlich keiner von unseren Reiseveranstaltern, oder? Herr Ludwig von der Tour Deluxe. Ach, das noch. Ich habe dem übrigens eine Flasche Champagner von unserem Jahrgangsbesten angeboten als Entschädigung. Ich hoffe, das ist Ihnen recht. Ja, natürlich. Gute Idee. Wo ist denn dein Vater jetzt? Den habe ich nach Hause geschickt. Und so labil, wie der jetzt mit seinen Nerven ist. Gut so. Ja, also ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wenn der jetzt allein rumsitzt, kommt er doch erst recht auf dumme Gedanken. Ja, aber wenn sich das jetzt rumspricht bei unseren Reiseveranstaltern, dann ist hier Land unter. Ja, schon, aber das ist trotzdem keine Lösung. Johann musste jetzt sofort aus der Schusslinie. Und vielleicht haben wir ja Glück, dass dieser Herr Ludwig das gar nicht an die große Glocke hängt. Ja, aber wenn das an die große Glocke hängt, dann bleibt die Buchung der Herren aus. Herr Sonnbichler? Ja. Peter, später. Hm? Also was passiert, wenn diese Veranstaltung floppt? Das wissen wir ja alle. Ja, schön und gut, aber was soll der Johann daheim tun? Das ist doch keiner, der den ganzen Tag auf der Couch rumsitzt. Ja, aber hier im Hotel können wir ihn auch nicht gebrauchen. In dem Zustand, in dem er sich jetzt befindet. Mir ist auch nicht wohl bei dem Gedanken, dass Vater nichts zu tun hat. Ja, sag ich doch. Was mache ich denn jetzt mit ihm? Haben Sie irgendeine Idee? Wir könnten ihn zum Frühstück einladen. Und dann könnten wir vielleicht ein paar Runden Skat mit ihm spielen. Ach. Ich mache einen dritten Mann. Ja, Skat. Ich wüsste schon was, aber ich sag's Ihnen gleich, das wird nicht einfach für Sie. Wie bitte? Herr Maaßen hat ja ein eindeutiges Angebot gemacht.
Eindeutiger geht's gar nicht. Der Kerl ist ein Ekelpaket. Ich wusste irgendwann nicht mehr, was ich machen sollte, und dann habe ich fest zugegriffen. Also eigentlich darf das nicht passieren, aber der hat das nicht anders verdient. Dabei hat Werner mir wirklich eingeschärft, wie wichtig diese Reiseveranstalter für uns sind und dass sie eine Vorzugsbehandlung bekommen. Setz dich, komm. Normalerweise ist jeder Gast bei mir König. Der gute Herr Maaßen scheint das irgendwie falsch interpretiert zu haben. Charlotte, ich glaube, er ist stinksauer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er den Fürstenhof noch in sein Programm aufnimmt. Also wenn Herr Maaßen nach diesem Vorfall nicht mehr mit uns zusammenarbeiten will, dann kann man das nicht ändern. Aber er ist doch so wichtig für uns. Ich bin bereit, jeden Sonderwunsch zu erfüllen. Aber alles hat seine Grenzen. Du meinst, ich brauche mich nicht bei ihm zu entschuldigen? Du hast alles richtig gemacht. Wenn hier jemand um Verzeihung bitten muss, dann er. So, und jetzt hole ich nach, was man in seiner Kinderstube sträflich vernachlässigt hat. Er wird sich hüten, unser Personal dermaßen frech anzugehen. Hast du fest zugepackt? So fest du konntest? Ja, so fest ich konnte. Tag. Ein Kaffee? Hi. Möchtest du vielleicht einen Kaffee? Der ist ganz frisch. Später vielleicht. Später vielleicht? Zum romantischen Stellchein, oder? Komm, Simon, hör auf damit. Gib's doch zu. Und wenn's nichts zuzugeben gibt? Ach, seid ihr jetzt doch nicht zusammen, ne? Ich hab dir doch gesagt, wir sitzen im selben Boot. Soll heißen? Victoria will nichts von mir. Ach, so ist das. Weil sie noch Gefühle für dich hat. Frauen. Die soll einer verstehen. Die verstehen sich doch selbst nicht. Ich kann mir den noch selbst nehmen. Kannst du. Musst du aber nicht. Dankeschön. Danke sehr. Dankeschön. Ist ja viel besser als deutscher Kaffee. Bringen Sie mir noch ein Tässchen? Gerne. Guten Morgen. Guten Morgen, die erste Dame des Hauses. Leisten Sie mir ein wenig Gesellschaft. Herr Maaßen, in unserem Wellness-Bereich hat es heute einen unerfreulichen Vorfall gegeben. Ach, Sie sprechen von der Schokoprinzessin. Junge, Junge, da haben Sie sich eine Wildkatze eingefangen. Ich muss doch sehr bitten. Ja, Sie haben völlig recht. Was kann man nicht durchgehen lassen. Sie haben völlig recht, aber seien Sie nicht zu streng mit der Kleinen, die muss noch lernen. Ich glaube, Sie haben eine andere Vorstellung vom Umgang mit dem Personal wie wir im Fürstenhof. Ich hatte keineswegs vor, Frau Gruber zu bestrafen. Also mir soll es recht sein. Für mich gibt es keinen Grund, mich über irgendetwas hier zu beschweren nach dieser Nacht. Wie muss ich das verstehen? Ja, wie ich es gemeint habe, also Ihr Rundum-Verwöhnt-Paket ist ja wesentlich besser als im Prospekt angekündigt. Schön. Dass unser Angebot ganz Ihrem Geschmack entspricht. Mehr als das. Die Dame, die Sie und Ihr Gatte mir heute Nacht geschickt haben. Weltklasse, kann ich nur sagen. Eine kleine Zugabe heute Abend. Ich hätte nichts dagegen. Oh, ich muss los. Ich habe noch eine Verabredung zum Reiten.
mit einem Kollegen, aber diesmal vierbeinigem Pferdchen. Entschuldigen Sie mich. Offen. Du, was willst denn du schon wieder? Wen hast du erwartet? Eilboten, der dir die Kündigung bringt? Ich hab mal wieder die Nerven verloren. Die Nerven verloren? Vater, du kannst doch nicht grundlos auf einen Gast losgehen. Komm, so kann's nicht weitergehen. Du machst alles nur noch schlimmer. Ist das schon recht? Ja, anscheinend nicht, sonst wär's ja nicht passiert. Ich weiß, dass ich Mist gebaut habe. Wenn du so weitermachst, dann hast du wirklich bald die Kündigung auf dem Tisch. Was soll denn das? Willst du verreisen? Ach so. Nein, ich hab mir gedacht, ich bleib ein paar Tage bei dir. Freust dich doch bestimmt über Gesellschaft, oder? Städtereise Wien. 3 Tage inklusive Flug. 999 D-Mark. Das ist ja uralt weg damit. Du hast gesagt, du tust es nicht. Das ist unverzeihlich. Was denn? Wie konnte ich nur so dumm sein? Du hast dich keinen Deut verändert. Ich dachte, wir sind ein Team. Das sind wir doch auch. Hör auf, mich anzulügen. Charlotte, was ist denn passiert? Spiel jetzt nicht den Ahnungslosen, wie ich das hasse. Immer diese Lügen und Intrigen. Was habe ich falsch gemacht? Du hast unsere Abmachung gebrochen. Ich verstehe nicht. Versuch jetzt nicht, es abzustreiten. Ich habe es von Maßen persönlich. Schämst du dich überhaupt nicht? Moment, wovon redest du? Von der Prostituierten, die du Maßen letzte Nacht besorgt hast. Wie bitte? Du machst den Fürstenhof zum Stundenhotel. Ach, nun mal langsam, ja? Du widerst mich an. Jetzt kommen Sie erstmal wieder runter und hören mir zu. Ich habe Ihren MP3-Player nicht geklaut. Nein, nur ausgeliehen, ja? So miese kleine Ratte. Du begreifst den Ernst der Lage nicht. Wenn du damit meinst, dass ich dieses Hotel nicht um den Preis retten will, dass es ein Puff ist, dann hast du recht. Frau Saalfeld hat bei meiner Frau angerufen und ihr von meinem nächtlichen Abenteuer erzählt. Und du hättest mal sehen sollen, wie der Typ ausgeflippt ist. Du hast doch vorhin selber gesagt, dass es ein Missverständnis war. Ja, aber ich finde ihn irgendwie komisch. Dann nennen Sie das nächste Mal nicht Ihren Namen, wenn Sie fremde Ehen zerstören wollen, nur weil Sie selber so frustriert sind. Schluss jetzt, Sie haben ab sofort Hausverbot. Und jetzt raus! Ich rufe die Polizei! Wie kommst du dazu, Maaßens Frau anzurufen? Bist du jetzt von allen guten Geistern verlassen? Herrgott nochmal!